Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder mal, der Kneckebull. Genau der, der ab und zu so Beatboxet oder wo du vielleicht irgendwelche Sendungen siehst, um zu waspeln. Und ich wollte wieder mal zur Abwechslung etwa ein halbes Jahr etwas wirklich Ernstes sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar habe ich jetzt durch einen, der bei mir hat gefällt mir, gedrückt auf meiner Facebook-Seite. Durch sein Titelbild habe ich eine Facebook-Seite entdeckt, eine von vielen, die ich in letzter Zeit habe gesehen, wo irgendwie ist darum gegangen, stoppt der Asyl-Wahnsinn. Und ich habe eigentlich das Video erst schon machen, wenn das mal wieder aktuell ist, wenn es wieder mal relativ rassistische Initiativen gibt, um das Asylrecht irgendwie einschränken oder der Asylantenflut zu stoppen, oder? Aber ich kann einfach mich im Moment nicht zurückhalten, nachdem ich die Seite angeschaut habe, vor allem nachdem ich die Kommentare habe gelesen von diesen Dutzenden Schweizer, die in Kommentaren jammern, wie ungerecht dass es doch ist, wie fies dass es ist, dass man diesen bösen Ausländern, die hier in die Schweiz kommen, schmarotzern, Geld ins Arsch schiebt, während man selber täglich muss strugglen. Und es macht mich einfach hässig. Und ich konnte nicht drunter schreiben, weil, dort hier, weil ich eine Fanseite habe, mit der kann ich gar keinen Kommentar schreiben. Und vor allem hätte ich gar nicht können, so einen langen Kommentar schreiben. Und ich probiere mich jetzt kurz zu fassen. Aber es macht mich sehr hässig, das Gejammer. Ich möchte jedem, der sich jetzt schon an mir nervt und denkt, oh, jetzt kommt wieder ein linker Sieg, geschwind sagen, warte geschwind, bevor du es sagst, überleg dir einfach ganz kurz eine Frage. Und zwar überleg dir, was hast du dafür getan, dass du hier in der Schweiz geboren bist worden. Was haben deine Eltern dafür getan? Ich rede nicht davon, was deine Eltern haben geschafft oder sich geschafft oder deine Großeltern oder was auch immer, sondern ganz einfach, was kannst du dafür, dass du in der Schweiz geboren bist? Nichts. Oder? Sind wir uns einig? Egal, was wir für eine Einstellung haben, wir sind uns einig. Geburt ist ein Mysterium. Es ist ein Zufall, wo dass man geboren wird. Du hast das nicht ausgelesen. Es ist ein Zufall. Es ist auch ein Zufall, dass ich in der Schweiz geboren bin. Und es gibt so viele Leute, die ständig sagen, wie stolz dass sie darauf sind, Schweizer zu sein. Das kann etwas Schönes sein. Aber ich persönlich sage, ich bin nicht stolz darauf, Schweizer zu sein, sondern ich bin froh, Schweizer zu sein. Ich bin froh, in diesem Luxus hier zu leben, diese Bildung dürfen zu erleben, in dieser Sicherheit zu leben. Ich bin froh, nicht stolz. Und ich fühle mich trotzdem nicht nur als Schweizer. Ich verleugne meine Wurzeln nicht. Ich liebe das Land, ich liebe den Käse, ich liebe die Pünktlichkeit, ich liebe die Berge. Aber ich fühle mich noch viel mehr einfach als Mensch. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Bürger von dieser Welt. Ich bin auf die Welt geboren worden. Ich bin einer von 7 Milliarden Menschen und nicht in erster Linie ein Schweizer. Und wenn ich mich jetzt als Weltbewohner anschaue und du das vielleicht auch machst, dann sind wir uns doch einig, dass der Welt insgesamt im Vergleich zu der Schweiz hundsmiserabel scheiße geht. Der Welt geht es schlecht. Schau Nachrichten. Es sind überall Kriege. Es verhungern Millionen von Menschen, von Kindern. Es ist ein Elend. In Indien wohnen 1,2 Milliarden Menschen. Das ist eine viel größere Realität als unser kleines Land. Die leben in Armut. Der Welt. Wenn du dich als Teil dieser Familie Mensch bezeichnen würdest, würde es einem grossen Teil deiner Familie ganz schlecht gehen. Und uns in der Schweiz geht es ganz gut. Darum nervt mich das Jammern auf diesen Facebook-Seiten so. Du jammerst, oder? Du gehst jammern, ja, die Ausländer, was die alles bekommen und mein Lohn ist so tief und unsere IV und unsere Altersrente. Aber es stimmt nicht, uns geht es hure gut. Natürlich gibt es Ungerechtigkeiten, aber uns geht es allen gut. Und das sage ich jetzt nicht nur ich, weil ich jetzt Moderator bin und inzwischen eigentlich einen guten Lohn verdienen, sondern das kannst auch du von dir sagen. All die Leute, die Kommentare schreiben auf so einer leicht rassistischen Facebook-Seite, die gegen die Asylanten und Ausländer ist und dort drunter schreiben, wie schlecht es ihnen geht, schreiben das mit einem MacBook eventuell oder mit einem Computer, der relativ teuer ist. Wenn du jetzt vor dem Computer hockst und die nervst an meinem Video und findest, nein, es ist wirklich ungerecht, das ist, uns geht es wirklich immer schlechter. Schau mal in deinem Zimmer rum, was siehst du? Schau mal rum, schau dich um, was siehst du?
Du siehst sicher irgendwann einen ziemlich neuen Fernseher, oder? Du siehst einen Computer, du kannst den Kühlschrank kaufen und du hast viel Essen, du wohnst in einer sicheren Wohnung, du gehst wahrscheinlich mit dem Auto arbeiten und es geht dir gut. Noch wenn es dir schlecht geht, geht es dir eigentlich gut. Und jetzt lass mal den Fernseher an, den Flachbildschirm, und schaust mal, wie es den Leuten in Afrika geht oder zum Beispiel, wie es den Leuten im Moment in Syrien geht. Diesen Leuten geht es schlecht, richtig schlecht, die haben nichts. Die kommen verzweifelt hierher. Darum flüchten sie. Weil sie es nicht so schön haben wie wir. Und jetzt sagen viele Leute, sagen wir auf so Argumente immer, ja, aber wir, die Leute dort drinnen, die haben auch die Probleme, weil sie halt auch nicht richtig haben geschaut. Und wir Schweizer, oder? Unsere Vorfahren, das waren Bauern gewesen. Und die haben geschaut zu unserem Land. Und darum, wir können jetzt von dem, was unsere Eltern haben, erschaffen, können wir so gut leben. Und die Ausländer kommen hierher und schmarotzern. Aber leider stimmt das nicht. Dem Land hier geht es nicht so gut wegen den Bauern, dem Land hier geht es so gut wegen den Banken. Weil in jedem verdammten Krieg seit Jahrzehnten wird hier in der Schweiz Geld gelagert und Geld gewaschen. Alle riesigen Konzerne haben hier irgendwie ein Konto, Konzerne, die in Afrika und in all diesen Ländern die Länder ausbieten. Oder eben irgendwelche Diktatoren, jeder von diesen Diktatoren, die du hörst in den Nachrichten, die sein Volk irgendwie ausbietet, hat sein Geld auf einer Schweizer Bank. Entweder hat es sogar noch aktiv oder es ist eingefroren, aber auf jeden Fall, darum geht es der Schweiz so gut. Weil wir profitieren von so Konflikten und von Ausbeutung von unseren Banken. Darum ist die Schweiz so reich. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und jetzt kommt das Paradoxen, oder? Wir profitieren theoretisch sogar von so Konflikten, von so Diktatoren oder von Ungerechtigkeiten. Aber wenn dann aus so einem Konfliktgebiet, wie jetzt zum Beispiel Syrien, Leute hierher flüchten, dann sind wir empört, wenn auch die Leute mal nachher haben geschafft, nachdem sie über das Meer kamen, mit Frau und Kind und fast sie ertrunken, sind wir dann empört, dass die Leute noch sich weigern, in ein Kellerloch zu wohnen. Oder am liebsten hätten wir sie gar nicht und machen Demos und Plakate. Aber das Geld aus dem ganzen Ausland, das nehmen wir locker. Und wir reden nur von Problemen immer. Wir reden von Problemen, wir reden von Messenstechern und Vergewaltigern und kriminellen Ausländern. Und wir reden nicht von Frauen und Kindern und Menschen wie deine Mutter und deine Schwester. Das sind Menschen, das sind Schicksal, das sind verzweifelte Menschen. Oder? Und dann kommt noch weiter. Ich persönlich finde sogar Wirtschaftsflüchtlinge dürfen, haben ein Recht, hierher zu kommen. Oder ich kann nachvollziehen, wieso sie kommen. Sogar solche, die nur wirtschaftlich bedroht sind. Weil du motzest ja auf dieser Seite, oder die Leute, die das machen, motzen ja auch, wie schlecht es der Wirtschaft geht wegen den Ausländern. Und das ist bedrohlich. Also wir wollen auch, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Ich hoffe, wette, wenn unser Land wirtschaftlich am Arsch wäre, ich könnte hier relativ wenig dafür. Wenn Krieg wäre, wenn die Regierung korrupt wäre, wenn wir gefangen genommen werden wegen irgendeinem Scheiß, oder wenn es einfach viel schlechter wäre, als wir es haben, dann würde ich wahrscheinlich mir auch überlegen, in ein Land zu gehen, wo es besser ist. Wir würden alle fliehen, wenn es uns so schlecht würde gehen, wie diesen Leuten, die fliehen. Jetzt möchte ich noch eine Klammer sagen, ich rede jetzt schon ziemlich lange, ich hoffe, ihr hört das zu Ende. Leute, die Patrioten sind. Vielleicht bist du jetzt ein Patriot und du schaust zu, du liebst dein Land, oder? Meinst du, die Leute, die flüchten aus ihrem Land, die ihre Familie dort zurücklassen, die lieben doch ihr Land auch, okay? Die lieben es vielleicht sogar noch mehr als du. In anderen Ländern ist der Patriotismus noch viel grösser. Das bedeutet doch, dass das eine riesige Verzweiflung ist, dass die Leute hierher kommen. Und nicht, oh ja, genau, wir gehen den Schweizer, die haben hier als Bauern haben die vorgesorgt und denen geht es jetzt gut und jetzt gehen wir denen ihre Sozialhilfe nehmen und fahren dann mit BMWs um. Das ist einfach nicht der Fall. Es sind verzweifelte Leute, die hierher kommen. Und wir würden es alle genau gleich machen. Ich muss doch ein bisschen spicken, weil ich relativ viel rede. Also, ich sage jetzt einfach mal, mit jedem Tag, wo wir so leben, wie wir leben, hier in der Schweiz und in diesem hyperreichen Europa, wo es tausendmal besser geht als viele Länder auf der ganzen Welt, mit jedem Tag sind wir viel eher Täter als Opfer. Hört auf, mich als Opfer darzustellen. Und ich möchte auch sagen, ich schließe mich nicht aus, ich mache nichts besser. Ich lebe in dieser Gesellschaft, ich verdiene meinen Lohn, ich profitiere von dieser Konsumgesellschaft, ich konsumiere selber auch. Und wir können auch selber gar nicht so viel machen, oder? Wir können nicht aktiv, ohne unser Leben völlig auf den Kopf zu stellen,
wirklich grosse Veränderungen anbringen. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können, wenn Leute aus Krisengebieten flüchten, weil es ihnen schlecht geht, und selbst wenn es ihnen nur wirtschaftlich schlecht geht, das ist mir egal, Leute, denen es schlecht geht, können wir hier Asyl gewähren, wir können sie hier aufnehmen, mit offenen Armen aufnehmen, weil wir finden, hey, uns geht es so gut, uns darf es auch noch etwas schlechter gehen und es geht uns immer noch besser als dem Rest der Welt. Also nehmen wir doch Leute auf und helfen denen. Das können wir machen. Wir können Initiativen, die nur Effekthascherei sind, und diesen Leuten das Leben zur Hölle machen, die eh schon geplagt sind und müssen flüchten, können wir zum Beispiel ablehnen. Das können wir machen. Wenn Leute verzweifelt Hilfe brauchen, können wir ihnen helfen mit unserer Einstellung, indem wir die ändern und überdenken und sehen, uns geht es gut, uns geht es sehr gut, auch wenn es noch 30% schlechter würde gehen, würden wir immer noch in einer Luxussituation leben, wo wir nicht selber haben erkämpft, sondern wo wir das Glück haben, darin zu leben. Und somit macht es auch nichts, Leute, die Hilfe brauchen, ein bisschen von diesem Glück schenken. Und das bedeutet nämlich nicht, dass wir nicht die Asylanten in ein Loch abstecken, sondern von mir aus dürfen die Asylanten hier ein schönes Leben haben, etwas Feines zu essen und ihre Unterkunft und am gesellschaftlichen Leben teilhaben und nicht irgendwie in eine Sperrzone richten, wo sie nicht her dürfen. Die Leute brauchen Hilfe und sie verzweifeln. Und jetzt kommen wieder 100 Leute und sagen, ja, aber eben die Schmarotzer und dann die Sozialhilfebetrüger und fahren mit dem BMW rum. Und jetzt sage ich etwas Krasses, es ist mir egal. Es ist mir scheißegal. Wenn ich garantieren kann, dass Mütter und Kinder, die verzweifelt sind, die flüchten, Hilfe zu essen, Geld und einen guten Lebensstandard bekommen, weil wir uns das leisten können und diesen Leuten schenken, dann ist es mir egal, wenn es einzelne Schmarotzer und Arschlöcher gibt. Weil Arschlöcher gibt es überall. Das kannst du nicht verhindern. Es nützt auch nichts, den Sozialstaat zu verkleinern oder die Sozialhilfe zu kürzen, weil es Leute gibt, die das ausnutzen. Es nützt nichts. Es wird immer irgendwelche Arschlöcher geben. Aber die grosse Menge ist ehrlich, braucht Hilfe und ist froh, wenn wir als Schweizerinnen das geben, und ist ungerecht behandelt, wenn wir als Schweizer so fremdenfindlich sagen, nein, das hast du nicht verdient. So, jetzt bin ich dann gerade fertig, komme hier zu den letzten 4 Zielen. Nachbarsländer von Krisenregionen, zum Beispiel jetzt gerade von Syrien, haben schon Hunderttausende von Flüchtlingen aufgenommen. Diese Länder sind selber am Arsch und arm und nehmen Leute auf. Und wir Schweizer motzen, wenn ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leute hierher kommen, die Hilfe brauchen und wollen dann nicht mal eine gute Unterkunft geben und wollen das stoppen. Das finde ich einfach ganz schlimm. Und ich weiss nicht, ob das jemand bis hierher gehört hat, es war vielleicht zum Teil etwas chaotisch gewesen. Aber alles, was ich hier sage, finde ich, hat nichts mit links oder rechts zu tun. Ich werde wieder viele Kommentare haben von Leuten, die schreiben, oh, du linke Träumer, bla bla bla. Das hat nichts mit links oder rechts zu tun für mich. Das ist für mich gesunder Menschenverstand und Empathie. Wenn du irgendwie auf der Straße nehmen, ein Kind siehst, leiden, dann gehst du zu ihm her und fragst, ob du ihm helfen kannst. Und es ist dir doch egal, aus was einem Umstand das jetzt kommt. Es leidet einfach. Oder? Und du hilfst. Und dir ist es egal, ob vielleicht der Vater von diesem Kind ein Schmarotzer ist. Das ist egal. Du hilfst ihm einfach, weil es dir besser geht und du die Möglichkeit hast, dem Kind zu helfen. Also, ich möchte euch einfach bitten, bevor ihr falschen Nationalstolz und Angst irgendwie überwiegen und eine Einstellung annehmen oder von irgendjemandem gehört, irgendeine Parole von einer Partei, die die meistens braucht, um Propaganda zu machen, überlegt ihr doch mal das, dass wir alles Menschen sind und alle gleich fehlerhaft und alle gleich hilfsbedürftig sind und dass man doch wirklich so leben sollte, dass der Stärker am Schwächeren hilft. Und im Moment sind wir finanziell und mehr gesehen die Stärkeren. Und ich finde, wir sollten gerade Asylsuchenden und Leute, die aus dem Ausland hierher flüchten, mit offenen Armen begegnen. Jetzt habe ich sehr viel geredet, fast eine Viertelstunde, das schaut auch niemand. Aber noch ganz kurz etwas für die sehr rechtsgerichtete Leute, die ich beim letzten sättigen Video sehr viele böse Kommentare habe bekommen. Wieso bist du so gegen Ausländer, oder? Wieso bist du so bedacht, die Schweiz, Patriotismus, die Schweiz, wie sie ursprünglich war, das ist sowieso eine Frage, was das ist das, was für mich zählt. Wieso hast du Angst, wenn Ausländer reinkommen oder fühlst du dich bedroht?
Also eigentlich kann ich jetzt die Antwort schon geben. Du fühlst dich bedroht. Du hast Angst. Und um die Angst zu beseitigen, probierst du mit Ablehnung, das an dem Bild von Schweiz, das du hast, festzuhalten. Oder? Jetzt musst du mal überlegen, wieso flüchtet jemand aus seinem eigenen Land, das er liebt. Er hat auch Angst. Also haben wir eigentlich beide Angst. Oder? Also bist du eigentlich genau auf der gleichen Ebene. Du und der Flüchtling, der Ausländer, ist genau der gleiche Mensch mit den gleichen Emotionen wie du. Und vielleicht sollte man das mal bedenken, dass es nicht jemanden gibt, der über andere kann sagen kann, hey, du solltest es so und so machen. Aber überleg dir das vielleicht mal. Ich freue mich auf Kommentare. Tschüss zusammen.